Wie schneide ich meine Orchidee zurück nach der Blüte? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wenn die Pflanze abgeblüht ist und der Stiel ganz eintrocknet, dann könnt ihr den ganz einfach abschneiden und rausnehmen. Das ist kein Problem, da kommt keine Blüte mehr dran. Anders ist das, wenn wie bei dieser Pflanze diese Rispe abgeblüht ist, der Stiel ist aber noch grün und frisch, das heißt, der ist noch am Leben, der Stiel. Und dann kann man die ganz einfach über dem dritten Auge 1, 2, 3 abschneiden, oben drüber. Und jetzt hat die Pflanze noch drei Möglichkeiten, hier wieder neu auszutreiben und wieder so viel Blüten zu machen. Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit.